Hi, wir sind's wieder für euch, ZDF heute live. Ganz herzlich willkommen bei uns im Stream. Wir freuen uns sehr, dass ihr bei uns seid. Bei uns geht's heute um das hier. Bei uns geht's um die Frage, so isoliert ist Russland. Denn US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping, die haben sich heute einen Tag vor dem Start des G20-Gipfels auf Bali zusammen persönlich getroffen und sie haben sich angenähert. Daraus ergibt sich die Frage, wendet sich China von Russland jetzt ab? Wir haben hier die Bilder vom ersten Handshake, vom ersten Aufeinandertreffen. Auch die Gesichtsausdrücke sehen wir da. Ein Lächeln im Gesicht von Xi, auch Joe Biden haben wir dort im Bild. Wir wollen dieser Frage, ob sich China von Russland abwendet und den Hintergründen des Treffens natürlich auf den Grund gehen, gemeinsam mit euch, aber auch mit unserem USA-Korrespondenten und Washington-Studioleiter Elmar Thewissen, der das Treffen für uns vor Ort begleitet, mit Christian Mölling, Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin und mit Föbegar aus dem Studio Moskau von uns. Dort schalten wir auch gleich als erstes hin, aber natürlich auch gerne mit euch und mit euren Fragen. Stellt die gerne direkt in die Chats oder per Mail. Adresse kommt zdfheute-live@zdf.de. So, unser erster Blick nach Russland. Föbegar ist da in Moskau. Föbe, morgen startet der G20-Gipfel auf Bali. Es ist das Treffen der 19 größten Industrie- und Schwellenländer mit der EU. Auch Russland gehört dazu, wird teilnehmen in Person von Außenminister Lavrov. Heißt also auch im Klartext, während sich Xi und Biden da gerade treffen, ist einer nicht dabei, Wladimir Putin, Russlands Präsident. Warum genau ist er da nicht vor Ort? Ja, die offizielle Erklärung, die Putins Pressesprecher dazu abgegeben hat, die lautet, dass die derzeitige Situation es erforderlich mache, dass der Präsident sich in der Russischen Föderation aufhalte. Was genau das sein soll, das hat Peskow nicht ausgeführt. Es scheint jedenfalls nicht die militärische Spezialoperation zu sein, denn mit der hat sich Präsident Putin in den letzten Tagen ausdrücklich nicht beschäftigt. Es ist so, dass Russland ganz sicher in den letzten Wochen und Monaten abgeklopft hat, ob auf Bali etwas zu holen sein könnte oder ob eine große Blamage droht, ob eben die Isolation, die internationale Isolation auf großer Bühne zu deutlich werden würde, ob zu viele Staaten zu deutlich zum Ausdruck bringen werden, dass sie gegen die russische Politik, gegen den russischen Angriff auf die Ukraine sind. Und das hat sich abgezeichnet. China, aber auch Indien zum Beispiel, haben schon im Vorfeld immer mal wieder durchblicken lassen, dass sie nicht ganz fest an der Seite Russlands stehen, was das angeht. Und so hat Präsident Putin jetzt eben seinen Außenminister geschickt. Bleibt noch auch so ein bisschen die Anschlussfrage an das Warum. Warum agiert Putin so, dass er sich, so wie jetzt bei dem G20-Gipfel, auch generell international auf der Bühne selten präsentiert? Es ist ja dann auch so eine selbst ausgewählte Isolation, oder? Ich denke, es ist so, dass er aus dieser Isolation auch nicht wirklich rauskäme, wenn er sich auf so ein Gipfeltreffen begibt. Er weiß sehr genau, dass seine Politik, dass vor allem sein Angriff auf die Ukraine auf viel Gegenwehr stößt. Das hat er zum Beispiel auch gemerkt bei verschiedenen UN-Resolutionen, wo nur ganz wenige Länder mit Russland gestimmt haben oder sich enthalten haben. Also dass Russland international isoliert ist, dass die allermeisten Länder der Staatengemeinschaft den russischen Angriff auf die Ukraine verurteilen, das ist Wladimir Putin auch klar, ohne dass er sich dem persönlich aussetzen muss. Mhm. Sein Vertreter ist Lavrov, Außenminister Russlands. Es gab heute Aufregung um ihn, Berichte, dass er ins Krankenhaus eingeliefert worden sein soll. Das Dementi aus Moskau, das kam sofort und auch ein Video von der Sprecherin des russischen Außenministeriums, das sie über Telegram geteilt hat, als Beweis eben, dass er nicht ins Krankenhaus eingeliefert sein soll, dass es ihm gut gehe. Er hat das auch als Attacke gegen westliche Journalisten genutzt und gesagt, sie sollen richtig berichten und nicht falsche Nachrichten verbreiten. Föbe, klär uns auf. Erste Frage an dich. War Lavrov heute im Krankenhaus, ja oder nein? Tja, das kann ich so genau natürlich auch nicht sagen. Also Außenminister Lavrov ist 72 Jahre alt, er ist seit 18 Jahren im Amt und er hat den ASEAN-Gipfel in den Knochen stecken. Er ist direkt aus Kambodscha nach Bali gereist. Kann schon sein, dass er gesundheitlich ein bisschen angeschlagen war. Aber ja, die russische Seite, die gibt eben ein offizielles Dementi raus und sagt, mit der Gesundheit des Außenministers, darum ist es, sei es gut bestellt. Mhm.
Gehen wir auf die inhaltlichen Punkte ein. In dem Video kündigt Lavrov auch an, dass Russland die G20-Abschlusserklärung annehmen will. Das soweit da. Details sickern dann am späten Nachmittag durch. Die Agentur dpa beruft sich auf Informationen eines westlichen Diplomaten. Offenbar sei Russland bereit zu akzeptieren, dass in der Abschlusserklärung des G20-Gipfels eine Passage zur Verurteilung des Krieges aufgenommen wird. Dabei werden der russische Angriff auch ganz klar als das bezeichnet, was es ist, als Krieg. Auf den ersten Blick verhört sich das wie ein Zurückweichen an. Ist es das aber auch? Also ich wäre da sehr vorsichtig. Zum einen ist es so, dass die Abschlusserklärung ja eben noch nicht unterschrieben ist und auch noch nicht ganz klar ist, was dann da drin stehen soll. Mag sein, dass Russland sich im Moment noch ausrechnet, die Chance, dass man vielleicht um diese Formulierung irgendwie herumkommt. Aber selbst wenn Russland sich am Ende durchringt und diese Abschlusserklärung unterzeichnet und wenn da drin dann tatsächlich steht, dass es einen Krieg in der Ukraine gibt, dann heißt das noch lange nicht, dass Russland damit eingesteht, dass es selbst der Aggressor in der Ukraine ist. Russland sieht sich durchaus auch in einem Krieg, aber eben in einem Krieg mit dem Westen, in einem Krieg mit den USA, vor allem mit der NATO. Und Russland sagt immer wieder, die Ukraine sei da nur ein Stellvertreter und versucht ja so auch immer wieder seinen Angriff eben zu rechtfertigen. Also ich glaube, wir werden da wahrscheinlich sehen, dass da sehr verschiedene Interpretationen auf dem Markt sein werden über das Papier, das da am Ende unterschrieben wird. Vergangene Woche blicken wir auf die Situation im Land und auch auf die Situation im Krieg. Vergangene Woche die Meldung von der Rückeroberung Chersons durch die Ukraine. Große Jubelbilder, große Emotionen auf Seiten der Ukraine. Wie ist diese Rückeroberung in Russland angekommen, sowohl in der Bevölkerung als auch innenpolitisch? In der Bevölkerung muss man sagen, da findet das nicht so wahnsinnig viel Niederschlag. Es ist schon so, dass die Erzählung, die das Staatsfernsehen hier verbreitet, bei ganz vielen Menschen verfängt. Und da heißt es ja nun mal, dass dieser Rückzug, der wird da auch gar nicht Rückzug genannt, sondern der wird Regruppierung genannt. Und der soll angeblich stattgefunden haben, um die Leben von russischen Soldaten zu schützen. Also da wird eine Art Fürsorgepflicht dargestellt. Und das scheint tatsächlich bei vielen Russinnen und Russen zu verfangen. Andere interessieren sich ehrlich gesagt auch einfach gar nicht so sonderlich für das, was da in der Ukraine passiert. Innenpolitisch ist es so, dass man durchaus kritische Stimmen hier hört, dass insgesamt die Militärführung kritisiert wird, dass die schlechte Ausstattung, die schlechte Planung und so weiter und so fort durchaus auch mit harschen Worten angegangen wird. Aber das ist eine Kritik, die eben immer im Verteidigungsministerium sozusagen hängen bleibt. Also die erreicht nicht den Präsidenten selbst, der ist irgendwie da immun gegen. Und das, obwohl er ja den Angriff auf die Ukraine wohl gestartet hat und auch der Oberbefehlshaber der russischen Truppen ist. Soweit die Eindrücke aus Russland, die Perspektive der Ukraine. Da ist Präsident Zelensky in die Gebiete gefahren nach der Rückeroberung, hat sie besucht und er hat auch dort davon gesprochen, dass es womöglich der Anfang des Ende des Krieges ist. Und er hat dann auch noch diese Aussage hier getroffen. We're ready for peace, but our peace for our country. Also, das hört man, wir sind bereit für Frieden, aber für unseren Frieden in unserem Land. Phoebe, was sagt Moskau dazu? Moskau gibt sich auch eigentlich seit Beginn dieser sogenannten militärischen Spezialoperation immer gesprächsbereit. Allerdings sind die Forderungen, die Moskau überhaupt stellt, um zu diesen Gesprächen bereit zu sein, solcher Art, dass die Ukraine sie eigentlich nicht akzeptieren kann. Also am Anfang hieß es zum Beispiel, die Ukraine müsse entnazifiziert werden, das Regime müsste ausgetauscht werden und das, obwohl es sich in Kiew ja um eine demokratisch gewählte Regierung handelt. Jetzt ist es vermutlich so, dass Kiew aus russischer Sicht akzeptieren müsste, dass die vier kürzlich annektierten Gebiete, also Cherson, Saporizhia, Donetsk und auch Luhansk, dass die russisches Territorium sein sollen. Auch das ist natürlich für die Ukraine überhaupt nicht gangbar. Dankeschön, Phoebe Gahr aus Moskau mit dem ersten Blick hier bei ZDF heute live bei uns aus Russland. Herzlichen Dank dir. Ja, so isoliert ist Russland nach heute. Wir blicken jetzt auf das Treffen von Chinas Staatsoberhaupt Xi und US-Präsident Biden. Und Arne Gelinek hat da die Eindrücke vom ersten Treffen der beiden seit 5 Jahren in widersprüchlichem Setting für uns dabei.
Die Gipfelkulisse auf der Ferieninsel Bali maximal traumhaft. Der Zustand der G20, des Clubs der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer, maximal kompliziert. Noch bevor der Gipfel morgen losgeht, treffen sich der amerikanische und der chinesische Präsident, um Klartext zu reden. Das erste Gespräch von Angesicht zu Angesicht seit 5 Jahren, in denen sich die Rivalität zwischen den USA und China weiter zuspitzte. Wir müssen unseren Beziehungen jetzt eine Richtung nach vorn geben und sie weiterentwickeln. 3 Stunden sitzen die beiden zusammen und besprechen die jeweiligen roten Linien. Dass China aufrüstet und Taiwan bedroht, dass die USA Chinas Wirtschaft mit Strafzöllen und Exportkontrollen hemmen und vor allem, dass China zusammen mit Russland eine antiwestliche Allianz formt. Immerhin hier eine kleine Bewegung. Wir haben über die russische Aggression gegen die Ukraine gesprochen und waren uns einig, dass die Drohung, Nuklearwaffen einzusetzen, absolut inakzeptabel ist. Dieser Satz soll auch in der Abschlusserklärung des Gipfels auftauchen. Der russische Außenminister Sergej Lavrov ist ebenfalls schon da. Nach offenbar kurzem Krankenhausaufenthalt auf Bali verbreitet das russische Außenministerium eilig Bilder des Ministers in Shorts und T-Shirt. Auch ohne Putin ist die Haltung der russischen Delegation klar. Jede Kritik am Ukraine-Krieg soll abgewehrt werden. Die Frage vor der Traumkulisse von Bali ist also, ob es dem anti-westlichen Lager gelingt, den G20-Club weiter zu spalten. Tja, sprechen wir drüber mit Elmar Thewissen vor Ort, USA-Korrespondent und Washington-Studioleiter. Hallo nach Bali, grüße Sie. Hallo nach Deutschland, schönen guten Abend. Also, Herr Thewissen, Joe Biden sagt, hier habe zugestimmt, dass es niemals zu einem nuklearen Krieg mit Atombomben kommen darf. Es ist ja als klares Statement gegen die russischen Drohungen zu verstehen. Ist das jetzt dieser gemeinsame Schulterschluss gegen Russland? Ja, man kann zumindest das als ein klein wenig mehr Isolierung von Russland betrachten. Und damit haben wir eigentlich nicht gerechnet. Der eine Satz ist ja der, dass man sagt, Atomwaffen dürfen und sollen nicht eingesetzt werden. Das ist etwas, was man gemeinsam sogar noch vor wenigen Monaten in einer Erklärung unterschrieben hat. Viele Staaten der Welt haben sich dieser Erklärung angeschlossen Anfang des Jahres. Aber jetzt kommt eben der Satz dazu, man darf auch nicht mit dem Einsatz von Atomwaffen drohen. Und das ist eben oder kann eben als ein sehr klares Signal an Moskau verstanden werden. Und ich glaube, es hat sich in den letzten Tagen schon so ein bisschen angebahnt, dass China nicht mehr ganz so an der Seite von Putin steht. Auch wenn man vor ein paar Tagen noch gesagt hat, man sei ganz dicht bei seinem Bündnispartner, hat sich beim ASEAN-Gipfel vor ein paar Tagen in Kambodscha schon abgezeichnet, dass man auf die Souveränität von Staaten pochen will und dass man eben auch der Meinung ist, mit Atomwaffen droht man nicht. Das ist jetzt ganz offenbar miteinander auch so besprochen worden und das ist eben ein klares Signal an Moskau. Ja, und auch eine klare Bewegung, wie Sie sagen, weg von Russland. Bleiben wir bei diesem Aspekt. Wir haben das gerade auch schon von Phoebe Guy in Moskau gehört. Wir haben darüber gesprochen, über die Informationen rund um die Abschlusserklärung. Die Informationen, auf die sich die dpa beruft, die sagen, dass diese möglichen Zustimmungen auch als mögliches weiteres Zeichen gedeutet werden könnten, dass eben Russland nicht mehr auf China als seinen Verbündeten zählen kann. Was sind da Ihre Informationen? Ja, ich würde so weit noch nicht gehen, aber es sind Anzeichen, dass China ein bisschen schon abrückt von Russland. Und tatsächlich hören auch wir aus Diplomatenkreisen, dass man sich auf eine Formulierung verständigt hat für die Abschlusserklärung, von der übrigens niemand erwartet hat, dass es eine gibt, eine gemeinsame Erklärung. Aber offenbar hat man einen Text erarbeitet und sich auch verständigt auf einen Satz. Ich lese den mal vor. Es darf heutzutage keinen Krieg mehr geben. Ich sage mal, das ist nicht ganz konkret auf den Ukraine-Krieg bezogen. Es steht jedenfalls da nicht Wort für Wort irgendwo drin. Aber es ist ein sehr klares Signal, dass damit natürlich auch der Ukraine-Krieg gemeint ist. Und das entspricht etwa dem, was man in der letzten Resolution der Vereinten Nationen auch drin stehen hatte. Und es muss wohl hinter den Kulissen, so hören wir, Gespräche darüber gegeben haben, ob dieser Satz in die Abschlusserklärung reinkommt. Und ganz offenbar hat China keine Anstalten gemacht, der russischen Lesart des Ganzen irgendwie beizuspringen. Und Russland wird am Ende möglicherweise sogar diesen Satz, weil der allgemein genug ist, mittragen, weil Russland gemerkt hat, dass selbst China nicht bereit ist, sie zu unterstützen. Wenn das tatsächlich so käme, ich glaube, das ist ein klares Signal,
Ist aber übrigens auch nicht so ganz überraschend, weil China hat sich in den letzten Monaten ja seit Kriegsbeginn auch geweigert, aktiv Russland zu helfen, zum Beispiel durch Munition oder durch Waffen oder Ähnliches. Man hält sich ein bisschen zurück und dieses scheint ein Signal zu sein, dass China es wichtiger ist, dass der Ukraine-Krieg möglichst bald beendet wird, weil er natürlich die Weltwirtschaft massiv belastet und darunter leidet eben auch China. Danke Ihnen für diese Einordnung und rund um diese Informationen blicken wir auf das Treffen vor Ort. Sie haben das verfolgt und unter anderem können wir uns einen Tweet von Ihnen anschauen, den Sie abgesetzt haben. Den sehen wir hier, Movers und Shakers. Biden trifft Xi. Auch da sehen wir nochmal das erste Aufeinandertreffen, die erste Begrüßung, Händeschütteln, ein Lachen in die Kamera. Herr Thewissen, was lesen Sie aus diesen Bildern und Emotionen, die da gezeigt werden? Ja, ich glaube, das ist einfach recht banal. Den beiden ist wichtiger, dass man wirtschaftlich vorankommt, weil man sich in einem sehr, sehr scharfen Wettbewerb sieht. Das hat Joe Biden auch sehr klar gesagt. Man werde einen energischen Wettbewerb gegen China führen. Und damit meint er nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch. Die USA sehen sich ja in dem Wettbewerb mit China auch in einem Wettbewerb mit dem anderen System, nämlich dem Autoritarismus Amerika auf der Seite der Demokratien. Und Joe Biden hat in den vergangenen Wochen und Monaten Bündnisse geschmiedet, die ein klares Signal an China senden, dass eben die USA auch eng wirtschaftlich und militärisch mit Bündnispartnern zusammenarbeiten und China sich isolieren könnte, wenn es eben weiter einen sehr scharfen Kurs gegenüber Taiwan fährt. Nun hat man heute im Grunde genommen dann schlicht und ergreifend sich mal die Meinung gesagt. Man hat Tacheles gesprochen, aber am Ende kam man zu dem Schluss, man ist sich einig, dass man sich uneins ist in so Fragen wie Taiwan, in so Fragen wie Menschenrechten oder Handelsbarrieren. Und wenn man sich das mal klar gesagt hat, dann erzeugt das auch ein Stück weit, ich sag mal, Stabilisierung. Man weiß, was man von dem anderen zu halten hat. Und das macht den Weg frei, um zu schauen, wo kann man vielleicht doch ein bisschen weiterkommen. Und so hat man auch beschlossen, dass man Arbeitsgruppen einsetzt auf Kabinettsebene. Und die werden sich um die großen Probleme der Zeit kümmern. Klimawandel, Lieferkettenengpässe, Nahrungsmittelkrise, Schuldenkrise und Ähnliches. Und das ist erstmal ein gutes Zeichen, dass offenbar die USA und China ein großes Interesse haben, dass, ich sag mal, dieser Wettbewerb, manche nennen es auch Rivalität mit einem drohenden Kalten Krieg, dass man den managen will, damit es eben nicht zu einer Eskalation kommt. Sie sprechen es an, Tacheles kann eigentlich nur dann gesprochen werden, wenn die Kommunikationskanäle dafür bereitet sind. Das Verhältnis der beiden ist ja interessant. Joe Biden, er sagt immer, dass, also er proklamiert es, dass er einer derjenigen ist, der Xi so gut kennt wie kaum jemand anderes. Er sagt auch, dass sie sich schon länger kennen in vorherigen Ämtern. Er sagt auch, dass sie schon damals immer offene Diskussionen gepflegt haben, also eben genau, wie Sie es jetzt sagen, Tacheles gesprochen haben. Wie gut ist denn dieses Verhältnis zwischen den beiden? Ja, es ist natürlich schon so, dass sie zum Beispiel sich 2011 getroffen haben. Da waren beide eben Vizepräsidenten und da kam Joe Biden zurück, hat beim Meeting gesagt, der ist im Grunde genommen straightforward, also klar und deutlich und gleichzeitig auch verlässlich und man kann mit dem zusammenarbeiten, hat aber dann noch nach seiner Rückkehr gesagt, der wird uns noch eine Menge Probleme bereiten. Und so ist es dann gekommen im Jahr 2015 beispielsweise, als nämlich Joe Biden Vizepräsident und Barack Obama Präsident war. Da war Xi Jinping in Washington und hat im Grunde genommen sehr klare Ansagen in Richtung Indo-Pazifik gemacht. Hat gesagt, der Indo-Pazifik ist ein Gebiet, das müssen wir uns aufteilen. Hat also einen Anspruch erhoben, einen Machtanspruch in dieser Region. Und hat dafür auch Inseln in Anspruch genommen, die nach internationalem Seerecht gar nicht China gehören. Und da hat China mittlerweile Militärbasen draufgebaut. Also Joe Biden weiß sehr genau, dass man China sehr, sehr ernst nehmen muss, insbesondere Xi Jinping. Und deswegen ist seine Linie vom ersten Tag gewesen, knallharte Offenheit, in der Hoffnung, dass wenn man sich das eben klar ausspricht, dass man den anderen, ich sag mal, ein bisschen berechenbarer macht. Das gilt für beide Seiten. Und dass man im Zweifel, wenn es mal zu einem Konflikt kommen könnte, lieber direkt zum Telefon greift, um, ich sag's mal sehr salopp, die Kuh auch ganz schnell wieder vom Eis zu bekommen. Sie haben einen Knackpunkt auch gerade schon angesprochen und das ist das Thema Wirtschaft und Handel. Eben auch aus diesem Grund gelten ja die Beziehungen vor dem Treffen so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die USA will verhindern, dass China an ihnen als Wirtschaftsmacht vorbeizieht. Frage an Sie, wie genau versucht Biden da vielleicht auch heute und in den weiteren Verlaufen des Tages entgegenzuwirken? Und andere Frage, lässt sich Peking, lässt sich Xi davon überhaupt bremsen?
Ja, also Joe Biden hat im Grunde genommen nicht als erster, sondern vor ihm schon Donald Trump und davor sogar Barack Obama angefangen, eine Trennung der chinesischen und amerikanischen Wirtschaft in kritischen Bereichen herbeizuführen. Das heißt, Investitionen aus China in den USA in kritische Infrastruktur zu verhindern, teilweise sogar die chinesischen Firmen auszuzahlen und sie wieder rauszuwerfen aus amerikanischen Firmen, weil man eben der Meinung ist, man muss unabhängig sein von China. Man beginnt damit in den USA massiv auch eigene Ressourcen zu fördern, seltene Erden, Lithium. Man baut selber jetzt Batterien. Das war bisher so, dass China das einzige Land der Erde war, das vom Rohstoff bis zur fertigen Batterie die komplette Herstellungskette beherrschte. Das wollen die USA jetzt auch. Und sie suchen sich Verbündete rund um den Erdball, bieten ihnen auch wirtschaftliche und militärische Zusammenarbeit an. Das hat Joe Biden jetzt gerade wieder beim ASEAN-Gipfel getan und auch vor wenigen Monaten ein indopazifisches Wirtschaftsforum gegründet. Also man macht auch massive Wirtschaftskonkurrenz gegenüber China. Und das, was China ein Stück weit auch als Kriegserklärung ansieht, ist eine Handelsbeschränkung, die Joe Biden erst vor wenigen Wochen in Kraft gesetzt hat. Da geht es darum, dass neueste Hochtechnologie im Mikrochip- und Halbleiterbereich auf keinen Fall in die Hände Chinas gelangen soll. Und das gilt nicht nur für amerikanische Firmen, sondern alle Firmen rund um den Erdball, die in irgendeiner Weise in ihren Halbleitern und Mikrochips amerikanisches Know-how verarbeitet haben. Auch die müssen mit Sanktionen rechnen, wenn sie an China liefern. Der Hintergrund ist, dass ein Teil dieser Technologie auch in neueste Waffensysteme in China eingebaut wird. Das hat man sich heute auch sehr klar gesagt. Und Xi Jinping hat sehr klar gesagt, das kann er nicht akzeptieren, weil damit Chinas Wirtschaft ausgebremst wird, wenn es keinen Zugang zu dieser Hochtechnologie hat. Also man weiß, was man voneinander zu halten hat. Und das gibt beiden im Grunde genommen auch ein Stück einen Hebel in die Hand, vielleicht eben über diese Wirtschaftsbeziehungen auch Kompromisse in anderen Bereichen zu erreichen. Sehr viele Details. Zwei Stück, Herr Thewissen, noch kurz zum Schluss. Ein wichtiges und eine weitere diffizile Verstrickung, der Taiwan-Konflikt. China betrachtet ja die demokratisch regierte Insel als eigenes Staatsgebiet. Die USA, sie treten auch als Schutzmacht auf gegenüber Taiwan und sie sagen und warnen China vor militärischen Eingriffen. Wurde über dieses Thema heute auch gesprochen? Ja, und zwar sehr klar von beiden Seiten. Xi Jinping hat gesagt, das ist eine interne Angelegenheit, das entscheidet alleine China und damit eben auch Taiwan als Teil von China, so sieht er das. Eigentlich will er auch, das hat er in der Vergangenheit angekündigt, bis zum Jahr 2049 spätestens, dass Taiwan gewissermaßen wieder heimgeholt wird in das Festland, in das chinesische Festland. Und der amerikanische Präsident hat heute noch mal sehr klar gesagt, es bleibt zwar bei der Ein-China-Politik, aber die besagt eben, dass die Völker beiderseits der Straße von Taiwan das Recht haben, über ihre Zukunft zu entscheiden. Das heißt, auch die Menschen in Taiwan müssten zustimmen, wenn sie wieder Teil Chinas werden wollten. Das ist nirgendwo in Sicht und deswegen hat man das jetzt zwar mal klar ausgesprochen und damit auch klar gemacht, dass wenn einer die rote Linie überschreitet, dass es zu einer militärischen Konfrontation kommen würde. Und wenn man das jetzt so klar hat, heißt das vielleicht, dass keiner es riskiert, weil wichtige wirtschaftliche Gründe dem entgegenstehen. Und auf diese Weise hat man auch durch diese klaren Aussagen heute vielleicht die Situation, vielleicht sage ich, stabilisiert. Mhm. Und ganz kurz zum Schluss, Sie sind vor Ort in Bali, heute sozusagen einen Tag davor. Was erwarten Sie von den kommenden Tagen, von diesem G20-Gipfel auf Bali? Ja, es gibt ja Probleme genug und am morgigen Tag will man sich insbesondere mit den Nahrungsmittelengpässen befassen und mit den Energieengpässen in dieser Welt, aber auch den gemeinsamen Kampf gegen Pandemien, gegen Bedrohungen für die Gesundheit der Menschheit will man angehen. Da wird es Erklärungen geben, da wird es Initiativen geben. Aber allen ist klar, der große Elefant im Raum, das ist im Grunde genommen der Ukraine-Krieg. Die Weltwirtschaft, und um die haben alle die größte Sorge, die kann erst dann wieder richtig in die Gänge kommen, wenn dieser Krieg beendet wird. Und deswegen ist so wichtig, dass vielleicht in dieser Abschlusserklärung dann eben auch klare Worte drinstehen. Sagt Elmar Thewissen. Er verfolgt für uns die Reise vor Ort auf Bali zum G20-Gipfel. Herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen und ersten Eindrücke von vor Ort. Dankeschön.